Nach dem klassischen Mantis X und dem Mantis X3 freue ich mich, euch das neueste Produkt der Firma Mantis vorstellen zu können. Mit super freundlicher Unterstützung der Firma Repro Mantis XAT kann ich euch heute das Mantis X10 zeigen. Im Lieferumfang des Mantis X10 enthalten haben wir ganz klar das kleine Mantis inklusive, wie bei dem Mantis X3, Schnellverschluss und gleichem Formfaktor. Das heißt, es ist sehr, sehr kompakt und leicht. Zusätzlich mit dabei haben wir, wie auch beim X3, diese kleine Hardcase-Tasche. Wir haben einen Zusatzhalter mit dabei, der ist für die Montage auf dem Flintenlauf. Geil! Und wir haben dann noch, je nachdem wie dick der Flintenlauf ist, unterschiedlich dicke Gummiplättchen, um den Platz zwischen Halter und Lauf entsprechend auszufüllen. So sieht dieser Halter aus. Selbstredend ist natürlich mit dabei, die entsprechenden Schrauben, um den Halter zu fixieren. Und natürlich das obligatorische USB-Ladekabel für das Mantis X selber. Was unterscheidet jetzt das Mantis X10 zum Beispiel von dem Mantis X3? Ich gebe zu, ich bin noch nicht alle Unterschiede online durchgegangen. Ein Kernunterschied aber ist, jetzt wird tatsächlich auch das Ziehen ausgewertet. Das heißt, wie ziehe ich die Waffe aus einem Holster? Und zwar, es wird in einzelne Segmente aufgeteilt, dass man sieht, wie sieht es mit dem Griff aus? Wie ist das Ziehen der Waffe selber? Bin ich ja geradlinig oder schwenke ich irgendwie? Ich werde euch hier gleich ein paar Screenshots davon noch mit einblenden, damit ihr seht, wie sowas aussieht. Erschreckt euch aber bitte nicht, mich hat das total irritiert, ich war total deprimiert sogar, dass die Punktevergabe eine ganz andere ist als bei dem normalen Mantis X oder X3, wo ich, sage ich mal, beim normalen Dry-Fire-Training, Trockentraining, mich so punktetechnisch meist so im Bereich von 93, 95, 96, teilweise 99 bewege. Jetzt bewegen wir uns im einstelligen Komma-Bereich. Aber ich hole mal kurz mein Handy, dann koppeln wir das Ding mal. Geht übrigens wie mit dem X3 und mit dem Mantis X total fluffig. Und dann machen wir mal ganz kurz so 1, 2, 3 Trockentrainings mitziehen, damit ihr mal seht, wie sich das anhört. Kleinen Moment. So, ich habe hier mein Sekundär-Handy. Ich weiß, es ist schändlich, es ist ein BlackBerry. Aber da es das D-Tech ist, habe ich hier vollwertiges Android drauf und ich habe damit die App-Option von Android auch drauf und kann somit auch die Mantis X hier mitmachen. Und ich habe ein separates Handy, was mir nicht um den Senkel geht, wenn es mal irgendwie klingelt, ne? Weil es keine SIM-Karte drin hat. So, wir kennen das alles, die Mantis X-App. Wir nehmen das Mantis X, drücken unten auf den mittlerweile schön groß gewordenen Knopf, bis es unten blinkt. Tippen auf Verbinden. Und zack, hat er sich verbunden. Damit ist das Handy mit dem Mantis X bereits gekoppelt. So, wir füllen jetzt schon mal das Magazin ein. Also, eines noch, da ist eine Pufferpatrone drin, einfach nur zum Schutz des Schlagbolzen. So, ist drin. So, und jetzt sehen wir schon, wir haben zwei neue Einträge. Einmal Holster Draw Analysis, also Holsterziehen Analyse und Rückstoß, Recoil Meter, Rückstoß ja, Analyse, sage ich jetzt einfach mal. Das kann ich aber dann tatsächlich erst auf dem Schießstand testen. Es sollen sich hier noch weitere Funktionen, neue Optionen drin verbergen, die ich aber bislang noch nicht entdeckt habe. Wie gesagt, ich habe es erst gestern bekommen, möchte euch aber nicht lange auf die Folter spannen, weil es ist ein cooles Ding. Einstellung etc. Setup ist analog 1:1 wie bei den anderen auch. Also da hat sich tatsächlich nichts verändert. Also, wir wählen jetzt aus Holster Draw Analysis. So sieht dann das Fenster letzten Endes aus. Wir kennen das schon von den anderen Übungen. Wir gehen auf Start. Nun wird mir gesagt, die Waffe soll geholstert werden. Sie ist geholstert. Standby. Standby. 2.3. Holster the firearm. Holstered. Standby. Also ihr merkt schon, die Zahlen gegenüber dem Standardtraining sind ganz schön deprimierend.
Weil ich noch nicht weiß, wie sie sich auswerten lassen. Das ist das Problem. 2.1. So, wir drücken jetzt mal auf Stopp. Und jetzt sehen wir hier tatsächlich eine komplett andere Form der Anzeige. Ja, wir sehen also, wir haben ein Segment des Griffes, also wenn ich die Waffe greife. Wir haben die Bewegung etc. Also hier wird tatsächlich der gesamte Zielprozess bis zum Schießen analysiert und ausgewertet. Und die zweite Ansicht ist dann natürlich auch wieder hier, diese übliche Grafik, wo ich, sag ich mal, die Bewegung sehe. Wie gesagt, ich werde mich hier auf jeden Fall noch einarbeiten, weil es ist eine komplett andere Ansicht als vorher. Aber ich finde es eine ziemlich coole Sache, da jetzt dieses ganze Thema mit Ziehen tatsächlich unterstützt wird. Schwierig bei der ganzen Geschichte ist, das muss man immer dazu sagen, ist, ich brauche Zubehör. Die wenigsten Holster, es sei denn, ich nehme hier zum Beispiel das Phobos-Holster, das extra dafür gemacht ist, um Waffen zu holstern, wie die Glock, die Zubehör unten montiert haben, dass ich kein reguläres Holster verwenden kann, wenn ich das Mantis unten an der Pickerschiene habe. Das bedeutet, wir brauchen dann dafür tatsächlich den bereits vorgestellten Magazinadapter hier für die Glock oder Universal, damit der Mantis X unten am Magazin befestigt wird und damit nicht im Holster selber drin ist. Preislich liegt das Mantis X10 ein gutes Stückchen über den anderen beiden, nämlich bei 299,99. Man bekommt aber auch wesentlich mehr an Funktionalität und Trainingsoptionen geboten. Erhältlich ist ganz klar unter mantis.x.de bzw. repro.at, aber auch bei eurem regionalen Händler, wie zum Beispiel der Shooters Corner in Butzbach.